Das kann zum Beispiel sein ein Tool wie der Terminpilot. Ja, ich verlinke euch hier unten den Link zu diesem Tool in Kombination mit einem anderen Tool wie zum Beispiel Clicktip. Ja, ein E-Mail-Marketing-Tool, aber auch noch viel mehr als das. Also letztendlich ein Marketing-Cockpit als solches. Ja, für sehr wenig Geld. Ja, für gerade mal eine Lizenz kostet dort gerade mal 150 Euro im Monat. Eine Enterprise-Vollversion. Und man kann diese auch für 1 Euro im Monat testen. Diese kann man natürlich alle verlinken mit anderen Schnittstellen, mit anderen Plattformen. Wiedervorlagenmanagement. Ja, was ist das Wiedervorlagenmanagement? Ein professionelles Wiedervorlagenmanagement beinhaltet verschiedene Faktoren. Zum einen, ja, natürlich die Wiedervorlage als solches, zum anderen natürlich auch ein Automatismus dahinter. Das heißt, wir leben im Zeitalter der Digitalisierung und der Automatisierung. Und das gilt auch für das Wiedervorlagenmanagement. Das heißt, man verwendet hier Software-Tools, die einem dabei helfen, eine Sales-Pipeline aufzubauen in der Lead-Generierung und auch die Wiedervorlagen, wenn es denn auch sehr viele Wiedervorlagen dann werden oder beziehungsweise innerhalb eines Teams, eines Inside-Sales-Teams zum Beispiel, diese dann zu managen. Das kann zum Beispiel sein ein Tool wie der Terminpilot. Ja, ich verlinke euch hier unten den Link zu diesem Tool in Kombination mit einem anderen Tool wie zum Beispiel Clicktip. Ja, ein E-Mail-Marketing-Tool, aber auch noch viel mehr als das. Also letztendlich ein Marketing-Cockpit als solches. Ja, für sehr wenig Geld. Ja, für gerade mal eine Lizenz kostet dort gerade mal 150 Euro im Monat, eine Enterprise-Vollversion, und man kann diese auch für 1 Euro im Monat testen. Diese kann man natürlich alle verlinken mit anderen Schnittstellen, mit anderen Plattformen wie Facebook, ja, Outlook, verschiedene CRM-Systeme, verschiedene Social-Media-Plattformen und so weiter und so weiter. Und all das dient letztendlich dem Wiedervorlagenmanagement, denn wir wollen natürlich für effiziente, professionelle Lead-Generierung auch im High-End und auch im ganz besonders im High-End und B2B-Sektor wollen wir natürlich hier ein hocheffektives System umsetzen und garantieren. Das heißt, möglichst die Nadel im Heuhaufen Methode, ja, zu reduzieren auf ein Minimum. Ja, das heißt, am Ende oder nach einer gewissen Zeit, wenn ich eine Kampagne habe, eine Lead-Generierungskampagne, ja, dann habe ich so viele Wiedervorlagen, die ich ständig wieder abarbeite und wieder neue Wiedervorlagen dazukommen, dass ich, sagen wir mal, 80% des Tages, ja, 80% von meiner Zeit letztendlich nicht unbedingt nur kalte Telefonate führe, also reine Kaltakquise mache, sondern das mische mit schon etwas wärmeren, lauwarmen und vielleicht schon mit heißen Kontakten. Das heißt, dass ich insgesamt, ja, immer ein gutes Mittelmaß habe an reiner Kaltakquise versus schon etwas lauwarmere Akquise. Und einen stetigen Output, ja, an neuen zusätzlichen hochwertigen Leads garantieren kann. So viel zum Thema Wiedervorlagenmanagement, sehr wichtiger Punkt, diesen zu automatisieren und weitestgehend auch zu digitalisieren mit Hilfe von diversen Tools. Ja, und das war es soweit zu diesem Thema. Es hat mich gefreut, dass Sie wieder mit dabei waren. Mein Name ist Thomas Klein. Ich
Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.